Hallo und BB und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich frage mich, wenn ich F5 drücke, manchmal steht da Empty und manchmal ist da ein Bild. Keine Ahnung, woher das kommt. Egal. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Prism. Ich habe die Bilder an der Seite geändert für die, die das Bild ändern wollten. Und heute gehen wir darüber, weil ich ja scheinbar jetzt offizielles Mitglied dieser Region bin. Ne? Guten Tag. Ohne Nigel-ID. Danke, dass du mir die ID gezeigt hast. Nun darfst du das Island besuchen. Es ist dein erstes Mal, wo du es besuchst. Nun gut. Saxi-Frage ist da, wo die ganzen Verbrechen begangen werden. Also Verbrecher. Du kannst sie dir anschauen, aber bitte fütter sie nicht. Nachdem, es ist kein Zoo oder so, aber... Ja, nein, es ist wie ein Zoo, nur mit weniger Rechten. Ja, ist ja mies. Guten Tag. Die hätten aber ruhig schon hier in der Höhle erstmal Kohle abgebaut. Ja. Sich was einfallen lassen können. Guten Tag. Will er kämpfen? Yo, my brother! I'm the biggest Bonita-Fan ever! Ja, dann weiß ich ja schon mal, was der hat. Bonitas. Und da ist unser Janaskau nicht so die Ansprechperson. Da soll man unbekannt raus. Zephyr. Easy. Level 44. Rapidash. Ich dachte, er ist ein Bonita-Fan und kein Galopper. Ja, hat sich wohl jemand vertan. Und Bonita. Ja, das passt wieder auf den. Und Level 49. Das ist doch schön. Ich habe gerade alle meine Pokémon ein bisschen Protein gegeben. Sie sind jetzt kein Problem, um dich fertig zu machen. Okay, Absol. Absol, der ist gegen Kampf allergisch. Sonst habe ich aber nicht. Also kriegt er ein bisschen Eisbeam in die Fresse. Torkoal, da sollte ich eventuell wieder unseren guten Unbekannt einsetzen mit ein bisschen Surfer. Und Satzenia. Gegen Satzenia darf Janosch ran. Im Wechsel spielt er der Bämsigkeit. Und Tentoxa. Da darf Trishy mal ran. Mit seinem Headbutt. Und wie schön, dass er mir... Ich habe auch irgendwie so ein Konto eingerichtet, wo die Hälfte des Geldes auf dieses Konto geht. Ja, keine Ahnung, was das war. Ist die Aufnahme irgendwie abgebrochen. Jedenfalls habe ich gesagt, ich habe irgendwie so ein komisches... Ach, keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen Dingens habe. Das wäre schlecht. Das wiederholen, meine ich jetzt. Hier, Ice Beam. Und Ice Beam. Die werden einfach alle weggekühlt. Und weggekühlt. Easy. Wir gehen hier durch wie Butter. So habe ich mir das vorgestellt. Nächster bitte. Ah, ich habe gerade Repel an, ja, kann weg. Ah, ich möchte mit dir kämpfen. So geht's ja nicht. Und er sagt so, Dingens zu besuchen ist komisch. Okay, Eisstrahl. Oh, Glurak. Gegen Glurak müssen wir unbekannt einsetzen. Oh. Ja gut, dann halt... Wer hat nochmal unsere Elektroattacke hier? Bam. Und Jan Mega kriegt auch einen Donnerschlag in die Fresse. Easy. Mal schnell gucken, ob hier irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Ja, ich dachte, vielleicht ist hier irgendwo ein Item cooles. Aber nö. Oh, willkommen in Saxifrage Island. Hier kann man gut abbauen, habe ich gehört. Guten Tag. Wenn du keine Sorte von ID hast, wirst du hier in echte Gefährlichkeiten, also in echt Schwierigkeiten kommen, wenn du nach ja, danach gehst. Ist okay, ich habe doch eine ID. Halt! Oder Halt. Finde ich cool, dass Halt und Halt irgendwie dasselbe ist. Lassen Sie mich Ihre Identifikation sehen. Haha. Oh, du bist ein schlaues Kind, hä? Eine Fake-ID
funktioniert nicht bei mir. Ich müsste dich bitten, mit uns zu kommen. Du musst jetzt hier bleiben. Oh. Aber sieh das hier nicht als Arrest. Wir sind uns noch nicht sicher, was wir mit dir tun sollen gerade. Wir bekommen nicht viele Kinder, die nach Saxifrage kommen. Normalerweise. Ja, wir kriegen hier so Leute, die hier durchkommen und die unsere Candace herausfordern wollen als Arena-Kampf. Aber in Wirklichkeit wollen sie einfach nur irgendwelche Leute rausbekommen. Aus dem Gefängnis, ihre Freunde. Ich weiß, ich kenne deinen Grund nicht, wieso du hier hingekommen bist. Aber wir werden das morgen herausfinden. Ich glaube nicht, bis morgen bin ich weg. Ich spring da einfach runter in dieses Loch. Oder da drüber. Wow. Drüber gesprungen. Das war jetzt schwierig. Und was soll das? Oh. Ja, gut. Sagen wir es mal so. Freiheit! Das ist der blaue Ranger. Guten Tag. Was? Sie haben dich auch? Ich war hier... Ich bin hierhin gebracht worden. Pink wurde nach Igulu City gebracht und Rot, naja... Der ist irgendwie entkommen. Du fragst dich wie? Ich bin hier, wie ich hier gelandet bin, nun gut. Nachdem ich hier hingesendet worden war, Nerus, das Pokémon, das Rot aufgewacht hat, kam und hat einen Weg hierhin kreiert. Red hat gesagt, dass Varenius und die anderen Guardians holen möchte. Vielleicht versucht er, die Kugeln zurückzubringen. Zu den anderen Guardians. Aber ja, diesen Part hier, dieser Part wurde nur created, damit wir hier abhauen können. Und nun sind wir hier gelandet. Oh ja, und ich habe auch noch eine Sache rausgefunden. Im Leuchtturmhaus. Bitte nimm das. Vielleicht ist Varenius ja noch irgendwo hier. Ich habe nämlich das bedrückende Gefühl, dass du vielleicht ja ihn kontrollieren kannst. Oh, cool, ein Zellenschlüssel. Was gibt's denn hier für Pokémon? Gibt's überhaupt Pokémon? Ich soll nach einem Ratzfatz Ausschau halten. Ah, ich glaube, ich habe hier noch gar keinen Ratzfatz gesehen, obwohl es das überall gibt. Sehr suspekt. Hier einfach surfen? Nein, kann ich. Ich kann hier nicht mehr surfen. Okay. Hier brauche ich Stärke. Ach so, ich habe hier einen Card Key. Ich kann einfach die Tür öffnen jetzt. Hört sich ein bisschen an wie Zelda. Zack. Ja. Tür offen. Ausbruch auch den Gefängnis. Was? Der war nur einmal Use. Das ist ja gemein. Ich möchte hier so viel wie möglich entdecken. Ganz schön groß das Gefängnis. Ach du meine Güte, das ist ja riesig. Kriege ich hier vielleicht noch mehr Karten oder so? Guten Tag. Hey, voll gemütlich. Ach so. Ja gut, jetzt muss ich hier alles absuchen nach mehr Kartenkeys. Ich denke mal, für jedes gibt es hier... Oh, das war Zufall, dass da eins drin war. So wie es aussieht. Habe ich genau das richtige erwischt. Jetzt habe ich einen so einen Käfig frei. Ja, welchen Käfig nimmt man dann? Ich meine, es gibt hier viele. Oh, das ist der Black Ranger. Es ist sinnvoll, den hier zu befreien. Denk schon. Guten Tag. Ich erinnere mich an dich. Du hast mich unter... Ja, du hast dich verkleidet und du hast mich hier reingebracht.
Ich könnte dich jetzt total verschuldigen, dass ich hier gelandet bin. Aber ich habe mal gute Zeit hier verbracht und über mein Leben nachgedacht. Nicht nur meine eigenen Entscheidungen, sondern auch die Entscheidungen, die alle von uns getroffen haben, diesen Weg hier einzuschlagen. Ich bin einer Gruppe von Pokémon-Trainern gejoint, also beigetreten, und wollte denen ihre Philosophie vertreten, aber irgendwie sind die alle verrückt mit ihren Pokémon. Sie wollten uns im Weg. Ich denke, ich habe Gutes getan. Aber irgendwie habe ich nur einen Service für unsere, also ich wollte irgendwas tun für unsere zukünftigen Generationen. Und wollte, dass die Pokémon mehr wachsen. Und ich dachte, das wäre gut. Und bis unsere ganze Geschichte mit dir gestartet ist. Du bist einfach so ein Trainer, der die Pokémon und ja, du bist einfach genetisch was Besseres. Ich habe dir viel Respekt entgegengebracht. Und du hast einen echt guten Bund mit deinem Pokémon. Die Welt braucht mehr Trainer wie dich. Nicht so wie uns. Hier, nimm das. Du verdienst es einfach mehr. Jetzt kann ich aufs Dach. Das ist eine Karte, die ich auf dem Boden gefunden habe. Die Karte lässt dich aufs Dach kommen. Okay. Unten der Raum ist verschlossen mit einer speziellen Nummer. Vielleicht kennt ja noch jemand den Passcode. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Kann ich hier vielleicht? Nein. Vielleicht unterm Tisch? Ja, hier komme ich auf jeden Fall nicht rein, aber das war dumm. Scheinbar hätte ich hier für jeden Raum noch eine Karte extra bekommen. Vielleicht hier ist noch eine Karte? Nein. Okay, komme ich jetzt hier hoch? Oder wo bin ich gelandet? Okay, jetzt bin ich scheinbar ganz oben. Kann ich hier vielleicht reinspringen? Und wieder ein Cage Key. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Option mehr, eine Tür zu öffnen. Ja, dafür, dass es ein Gefängnis ist, lassen die auch ziemlich viel rumliegen, muss man dazu sagen. Halte ich für sinnvoll. Und noch eine. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder zwei weitere Türen, die geöffnet werden können. Das ist mega. Und da oben ist bestimmt noch das dritte. Nein, ein Fluffy Code. Oder Fluffy Code. Was ist denn ein Fluffy Code? Ist das ein Special Item oder... Ne, Card Keys habe ich hier. Das heißt Fluffy Code. Ist hier sowas? Ja. Ach! Klar, jetzt kann ich da in dieser einen Höhle... Da war es zu kalt für mich. Das heißt, jetzt habe ich aber einen Fluffy Code. Das heißt, ich kann jetzt in diese eine Höhle rein. Ja, geil. Also in diese Eishöhle. Ich habe jetzt zwei weitere Karten. Bedeutet, ich kann zwei weitere Türen öffnen. Frage ist, welche Tür nehme ich? Ja, ich denke mal, ich lass den hier frei. It's awful cold in here. Das war ein Reinfall. Warum hat der überhaupt Pokémon? Kann nicht jeder normale Typ mit Pokémon einfach ausbrechen? Aber die bleiben einfach da drin und tun so, als wäre das den hier. Achso, ja, okay, ich habe einen Key dafür wiederbekommen. Da komme ich ja jetzt noch nicht rein. Ich komme höchstens aufs Dach. Bin ich denn hier? Oh, hier gibt es auch 100% ist hier irgendwo noch so ein Key. Ha! Was willst du, du kleiner Wimp? Du lust für Keys? Ja, ich hab noch einen. Ich brauche ihn nicht. Ich bin tough enough for my life in prison. Hier, nimm den. Ja, okay. Die haben hier scheinbar alle irgendwie... Und mit dem sollte ich nicht reden, denke ich mal. Okay, der labert irgendwas. Manche Dinge sind interessant. Danke. Und du? Oh, jeez!
Du hast mich echt erschreckt. Hier gehen echt viele paranormale Sachen ab. Ich weiß, was sie mich runterbringen. Pokémon Battle ja von mir aus. Kannst du gerne haben. Aber ob du dem auch gewachsen bist, den bezweifle ich. Hier kommen nämlich Unbekannt mit einem Surfer zum Besten. Okay, unten gibt es scheinbar Geister-Pokémon, würde ich jetzt mal behaupten, wenn er sagt, da unten ist so Paranormales. Okay, und der hat mir auch nichts zu sagen. Okay, die Musik ist echt manchmal ein bisschen scary shit. So, jetzt habe ich 3 Card Keys, kann ich wieder 3 Sachen öffnen. Der Spiky Dude, der Fettarsch. Ich möchte aber hier einen Pokéball haben. Oh, 3 Freundesbälle. Cool. Dann nehme ich noch den hier. PP ab. Das heißt, ich muss hier irgendwo... Ich habe noch 1 Cage Key, das ist ja schon wieder wenig. Hier ist Spelltag. So, jetzt kann ich entweder einen von diesen 3 hier freilassen. Der hier mit dem Bike. Der sieht so aus, als wäre der mir sympathisch. Take little kids into this place too now. Prison is here, official uncool. Ey, der findet Prison uncool. Der hat Shadowball in die Fresse. Torko. Natürlich unbekannt wieder. Und Golbat. Golbat, Golbat. Ja, kann's Gau wieder ran. Weil unser Donnerhieb hat noch genug. Okay, was gibt er mir? Okay, wieder 9 Key. Das heißt, gegen Leute, die ich kämpfe, die geben mir meistens einen 9 Key. Warum ist die Tür dann nicht offen? Suspekt? Ja, sehr suspekt. Hey there, friend. Und auch hier. Der kriegt die Ice Beam Parade. Und hier kann ich jetzt endlich mal ein bisschen donnern. Und Xatu. Ja, Xatu donner ich auch weg. Wäre zwar jetzt nicht nötig gewesen. Und danke für den Cage Key. Haben wir jetzt noch den letzten hier. Ach du scheiße, Turtok. Er ist immer schlecht, wenn ich jetzt reinwechseln muss. Iron Defense. Gerne. Kann ich echt nichts machen, dass er die ganzen Level bekommt. Ist ja auch unser Starter-Pokémon. Hat er ja verdient. Aber ich meine, ich habe keinen Domis auf der Bank, weil... Ach du scheiße, der hat keinen Schlüssel für mich. Und ich habe hier noch einen, der nicht offen ist. Ja, das ist jetzt scheiße. Hier muss ich halt hoch. Habe jetzt den Rooftop-Key. Hier gibt es auch noch offene. Halt! You're not allowed to appear. Okay. Der hat mich wieder eingesperrt. Um mich wieder in meine offene Zelle zurückzustecken. Kann der machen. Okay, hier darf ich nicht lang, aber geradeaus. Okay, darf ich auch nicht. Es belastet mich jetzt ein bisschen. Das ist jetzt hier wie so ein Mega-Rätsel. Du darfst nur in bestimmte Regionen rein. Hier zum Beispiel. Dann hier lang wahrscheinlich. Runter. Ich weiß auch nicht, wieso hier überall Steine liegen. Sollte man mal auch erfragen. Ah. Warum ist es hier so ruhig? Hier ist ein Fluffy. Und jetzt? Habe ich den Strom hier abgenommen? Und Raichu. Und Electek. Oh, voll schön. Ich liebe es, wenn es so ruhig ist. Ja, wow. Was ist das hier? Hier kann ich auch endlich mal wieder sprechen.
Und Raichu. Ja gut, wenn er drinnen geblieben wäre. Man kann nie genug Pokémon fangen. True. Sowas wie Electek ist natürlich auch cool. Aber ich brauche keine Electek. Ich habe noch einen Pokéball. Noch vier. Ja gut, er ist auch drin geblieben. Was soll ich da machen? Es können natürlich auch noch nachträglich Namen verändert werden, wenn jetzt jemand zum Beispiel unbedingt eine Electek sein will. Ah, cool. Wow. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder ein Cage Key. Danke. What? Ich sag mal what? Botzen. Lucario. Lucario hat echt keinen Bock auf Feuer, habe ich gehört. Und vor allem nicht auf Flammenwurf. Und hier nehmen wir lieber wieder Eis, weil der muss auch noch ein bisschen leveln. Was ist geschehen? Dang it, Grady, stay focused. I had taken care of this paper guy. Oh. Ja, kann auch nur Januar schreien. Bisschen Flammenwurf hier. Ampharos. Gecancelt. Muss ja Cancelt einsetzen. Das ist der Einzige, der hier ein bisschen Erdbeben aufräumen kann. Und Karnewein. Ja, das auch besser wieder. Ja, eigentlich weiß ich nicht. Ah, toll. Paralyse. Habe ich ja voll Bock drauf. Kaum kommt Tschüssi im Einsatz schon. Grady, hä? Huh? Du bist nur ein Kind. Du solltest Jujufe. Ask Pauly for the new password to the basement. Okay, der Pauly. Ist ohne Scheiß. Hier ist nichts. Was ist geschehen? Ja, sag ich ja. Warte nochmal. Go down to the workout room and ask Pauly for the new password to the basement. Ach so. Okay. Weißt du, die anderen schicken mich zurück. Also wenn schon, dann schon. You opt for some information well about the battle instead. Gerne. Komm, wir setzen mal Shadow ein. Der darf jetzt mit seinem Razor Leaf hier. Nicht mal das kriegt er hin. Hyper Voice. Endlich mal eine Attacke, die besser sein wird als Twister. Hyper Voice ist eigentlich strong. Aha. Okay, jetzt habe ich ein Cage Key mehr. Als ich brauche. Ne, hab ich nicht. Ist ja noch einer. Oh, I need some space. Okay, das war nicht so gut. Vielleicht hätte einfach Psycho einsetzen sollen. Unbekannt. Kann ich mich auch direkt wieder neu, und Slowbro. Ja, komm. Ja, geht er mit seinem Wasserfall auch noch daneben. Ja, muss ich ihn wegdonner punchen. Und jetzt habe ich wieder ein Cage Key. Jetzt habe ich einen mehr, als ich brauche. Und was wir damit machen, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht.